love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always... Ein wunderschönen Gucci Morning hier von Ducati for You. Ihr seht es. Und erste Mal ohne Maske. Wie cool ist das? Was für ein befreiendes Gefühl. Aufgebaut haben wir auch schon alles. Panigale V4S steht auch schon. Diesmal mit Ducati Reifenwehrmann. Und ja, das erste Mal, gut, Kennzeichenhalter ist ab, Seitenspiegel sind ab. Und das erste Mal mit den neuen Carbon-Teilen bin ich auch mal, ja, optisch auf jeden Fall macht das was her. Aber ich glaube jetzt so vom Fahren her werden wir das nicht merken. Und ja, ihr seht es schon. Late Black ist auch da mit seiner wunderschönen V4 in ganz schwarz gehalten. Das ist auch einfach so ein schönes Bike. Und ja, Daniel und Flo haben halt richtig aufgefahren. Einfach jetzt hier mit einer Panigale SP am Start. Auch das erste Mal, nachdem Daniel seinen Bandscheibenvorfall hatte, bin ich auch mal sehr gespannt, wie das jetzt sein wird für ihn, ob er da gut fahren kann. Und ja, das Ding vom Flo, das ist einfach nur wild. Das sieht aus einfach mit den Wings vorne, als könntest du fliegen. Wie ich es euch eben angekündigt habe, die Panigale bekommt jetzt den SC1 draufgezogen und das ist halt das Coole. Pirelli ist eben da und direkt der Service von Ducati, sprich, wenn ihr mal neue Reifen testen wollt, dann könnt ihr das hier bei Ducati for You eben auch machen. Ich bin jetzt den Super Corsa SP im ersten Stint gefahren, aber ja, weil es heute Nachmittag ein bisschen sportlicher werden soll, deshalb ziehe ich jetzt den Slick drauf und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann gleich damit weitergeht. Genau. Aber das wollte ich machen, dann habe ich die Boxengasse verpasst. Ja. Das hat Profi. Ach ja, aber... Muss man SCX fahren. Ja, die gab es bei mir damals noch nicht. SCX! Ja, schnell bin ich nicht. So schnell wirst du dann. Kannst du auch Vollgas geben. Also wir halt die Nuller gefahren hinten. Ne? Wenn es dann halt wirklich Qualifying, der Nuller draufgeschmissen, zwei Runden danach ist der Peak weg. Dann ist das Ding immer noch schnell, aber du hast nicht mehr diesen Peak, den du dann da rausnehmen kannst. Ne? Also, ja. Ja, es passiert jetzt wirklich. Ich werde die neue Panigale V4 eher für euch testen und zwar hier bei Ducati for You. Ich bin sehr gespannt. Ich fahre ja sonst die V4S und hatte gestern einen Turn. Da ist jemand auch die neue V4R gefahren und ich habe auf Start-Ziel einfach gemerkt, wie die mich stehen lässt. Die hatte so viel Punch, dass ich jetzt doch mal neugierig geworden bin und dachte, ich mache euch auch mal ein direktes Vergleichsvideo, weil ich eben natürlich auch jetzt den direkten Vergleich zur V4S habe. Und klar, da ist natürlich ein preislicher Unterschied zwischen der V4R und der V4S. Und mal gucken, ob man den auch auf der Rennstrecke merkt. Also zumindest das, was ich gestern gesehen habe, merkt man den auf jeden Fall. Und ich bin deshalb jetzt umso neugieriger. Wahnsinn, boah.
jeden Fall die stärkere Motorleistung. Wow! Und das war auch eben das, wo ich meinte, die hat mich hier gestern stehen lassen auf der Geraden. Also den Dude, den kannte ich zwar nicht, aber die ging um die Kurve nicht. Da musste fast gar nichts mehr machen. Ich muss das jetzt noch direkt ein bisschen... Da hast du direkt ganz andere Schwierigkeiten drauf mit dem Ding. Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Tag 2 am Nürburgring mit Ducati for You. Flo ist am Start, Daniel aka Magic Fox, dann Max Late Black. Hier haben wir das Bike von Sören Blackout und hier habe ich mich breit gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen schönen zweiten Tag. Hauptsache sitzen bleiben, noch mal ein bisschen vielleicht an der Technik arbeiten und dann schauen wir mal, was wird. Ich bin gerade mit dem Karel Abraham gefahren, einem ehemaligen MotoGP-Rennfahrer. Und Ducati bietet nämlich jetzt auch an, dass ihr Zweisitzer fahren könnt. Sprich, einer der Fahrer fährt und ihr setzt euch hinten drauf. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und wärst du verrückt genug, das zu machen? Ich, Karel. Ich werde mir so in die Hosen packen. Wahnsinn. Aber ich fahre mit Dario und wenn ich einem vertraue, dann ihm. Also es wird sehr geil. War das ein wilder Ritt, die Soziusfahrt mit, Karel war dabei, der hat gefilmt und Dario eben, mit dem ich gefahren bin, mein Nacken, ich sag's euch, 260 km/h, Wheelies gemacht, in die Kurve getriftet, also da musst du schon jemandem vertrauen können, aber das mache ich beim Dario, weil der kann fahren, es hat Spaß gemacht, wir haben Leute überholt, es war echt wild. Jetzt sind wir hier wieder in der Box, die Panigale ist eingetütet, morgen Tag 2. Haben schon mal die Reifenwärmer draufgezogen und die Jungs haben jetzt eben auch schon ein paar Videos gemacht. Wir sind nämlich hier die Content Creator Box und ja, die Bikes stehen noch alle, also gut gegangen im wahrsten Sinne des Wortes. Da seht ihr, Flo macht auch gerade ein Video. Flo hat leider ein bisschen Pech gehabt, weil bei ihm hat sich irgendwie die Bremswirkung von der Magura verabschiedet. Auch nicht so ideal. Mal gucken, ob wir das bis morgen wieder hinbekommen. Hi, wie man unschwer erkennen kann, ich sitze im Auto, im Bulli und bin auf der Heimreise. Ich hatte eben noch einen richtig guten Abschlussstint mit dem Flo von Flowrider Motorloft und
Hat sich einfach gut angefühlt, mit so einem Gefühl jetzt nach Hause zu fahren. Es war einfach wieder für mich persönlich ein sehr cooles Event. Ich habe große Fortschritte, glaube ich, wieder gemacht mit Karel Abraham. Der hat mir wieder einige Tipps gegeben, um an mir zu arbeiten. Dann bin ich den Zweisitzer mit Dario gefahren. Boah, das war auch wild, ich sag's euch. Also es war echt cool. Auf jeden Fall eine Erfahrung wert, kann ich echt mal empfehlen. Man muss, glaube ich, konditionell ein bisschen fit sein, damit man da nicht hinten rumschluckt wie so ein Schluck Wasser. Aber ansonsten geil. Also es ist wie Achterbahnfahren, nur geiler. Ansonsten auch wieder mega cool, die Box mit allen zu teilen, vor allem mit Daniel, Flo, Marc und vor allem Max nochmal. Fettes Dankeschön für die ganzen coolen Bilder. Es war echt wieder ein richtig, richtig tolles Event. Ich fahre jetzt mit einem richtig tollen Gefühl nach Hause und ja, das ist immer das Beste. Spike ist heile geblieben. Wir alle bei uns in der Box sind heile geblieben. Das ist natürlich immer so das Wichtigste. Und ja, cool, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst einen Daumen oben da. Und ja, bis das nächste Mal. Ciao, ciao.